Die Ampelregierung hat jetzt endlich ein Ablaufdatum bekommen. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat heute seine Webseite veröffentlicht und politischen Sprengstoff eingebaut, genau da im Kalender, wo ich es vermutet hatte. Und ich erkläre euch heute, dass wir vor Weihnachten noch eine neue Bundesregierung brauchen werden. Ich denke, wir werden dann im Januar Neuwahlen haben, vorgezogene 2025. Und damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Der Sekt, er ist jetzt langsam kaltgestellt, denn die Uhr, sie läuft endlich ab für die Ampel. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat einen neuen Termin für eine mündliche Verhandlung eingestellt, die das politische System hier in Berlin wirklich sprengen wird. Anders kann man das gar nicht mehr zusammenfassen. Die Qualitätsmedien hier in der Hauptstadt spotten schon seit 2 Wochen, an Nikolaus ist die Ampel aus. Da sieht man mal, wie diese Qualitätsjournalisten keine Ahnung vom parlamentarischen System haben. Deshalb zahlt es sich für euch, die ihr mir immer wieder zuschaut, doch irgendwann aus, dass ich so viele Jahre im Deutschen Bundestag gearbeitet habe und schon mehr wie einen Bundeshaushalt von vorne bis hinten gelesen habe. Über 3000 Seiten DIN A4 Seiten Papier. Es ist völliger Wahnsinn. An Nikolaus ist die Ampel aus, ist viel zu spät, das ist absolut unrealistisch. Denn am 14. November 2024 gibt es im Deutschen Bundestag die lange Nacht der Messer. So nennen wir das wirklich in Berlin, das ist wirklich die lange Nacht der Messer im Deutschen Bundestag. Und zwar im Paul-Löbe-Haus auf der Westseite von der Spree findet die Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses statt. Und in dieser langen Nacht der Messer wird sprichwörtlich der Sack zugemacht. Genauso wird das im parlamentarischen Betrieb gesprochen, erzählt und bei einer Führung im Deutschen Bundestag fällt immer wieder das Wort die Nacht der langen Messer. Dort sitzen Abgeordnete, die Haushaltspolitiker aller Fraktionen und versuchen, den Haushalt noch zu beeinflussen. Dort gibt es nämlich dann ebenfalls die Möglichkeit für Politiker aus der Opposition nochmal Wünsche nach vorne zu bringen. Da ist besonders zu nennen, wenn es um Infrastrukturprojekte geht, die in einzelnen Wahlkreisen liegen, wo es dann irgendwann immer mal wieder heißt, der Abgeordnete hat einen Zuschuss aus Berlin mitgebracht. Das passiert in der Nacht der langen Messer. In der Bereinigungssitzung des Deutschen Bundestages machen die Haushälter den Sack zu, schnüren den Haushalt final zusammen und stellen ihn dann dem Bundestag zur Abstimmung. Und ob sie überhaupt in der Lage sind, da auf einen Kompromiss zu kommen, denn der Haushalt war schon vorher viel zu löchrig, viel zu wenig Geld wurde eingestellt, viel zu viele Unwägbarkeiten wurden angenommen, Wirtschaftswachstum und so weiter steht da drin, ist völliger Wahnsinn, Leute. Wir müssen mit weniger Einnahmen rechnen für den Staat, der Staat macht genau das Gegenteil. Nicht nur die Lücke beim Bürgergeld, dort sind über 20 Milliarden inzwischen offene Forderungen, die nicht gedeckt sind. Die Haushälter können also hier einen Schweizer Käse präsentieren, der dem Bundestag zur Abstimmung gestellt wird. Und da gibt es jetzt noch die Möglichkeit, wie immer gesagt wurde, dann steht die FDP auf und verlässt einfach die Sitzung. Die FDP einfach aufstehen und gehen können sie machen. Was es aber am Ende heißt, vom Ministeramt zurückzutreten, bedeutet keine Pensionsansprüche für Herrn Buschmann, für Herrn Lindner oder für Herrn Wissing. Es betrifft immer nur den, der zurücktritt. Der schöne, saubere Weg ist, über die Vertrauensfrage eine Neuwahl auszurufen. Jetzt müssen sie allerdings dort noch hinkommen. Und Karlsruhe hat gesagt, wir machen 2 Tage vor eurer Bereinigungssitzung jetzt einen Verhandlungstermin. Und zwar am 12. November 2024 wird es in Karlsruhe eine mündliche Verhandlung geben zum Solidaritätszuschlag. Ich habe es euch immer wieder gesagt, das Soli-Urteil wird die Ampel sprengen. Jetzt ist vorläufig nur eine mündliche Verhandlung angesagt. Ob sie am gleichen Tag ein Urteil fällen, schwierig zu sagen, aber alleine die Gliederung des Prozesstages, ja, es ist phänomenal, das zu lesen, was sie alles wissen wollen. Und die Richter können sehr wohl am ersten Tag auch in der mündlichen Verhandlung durch die Blume ausdrücken, dass sie das Ganze für absolut verfassungswidrig halten. Gehen wir mal davon aus, die Verhandlung läuft weniger gut am 12.11. für die deutsche Bundesregierung. Beschlossen hat das Ganze die Große Koalition noch 2019 unter Angela Merkel. Sie haben sich damals nicht getraut, die Steuern für Spitzenverdiener zu erhöhen, denn es zahlen nur die 10% in der oberen Einkommenssteuertabelle noch zusätzlich den Solidaritätszuschlag. Auch Körperschaften zahlen diesen Zuschlag. Das ist so offen verfassungswidrig, dafür braucht man nicht mal 2 Staatsexamen Jura, um das zu verstehen. Man hätte einfach sagen müssen, wir streichen den Soli, aber wir erhöhen den Spitzensteuersatz
um 1, 2, 3 Prozent. In der Regel ist sowas so offen verfassungswidrig, dass die Richter alleine durch Äußerungen in der mündlichen Verhandlung ankündigen könnten, wie sie ungefähr dazu stehen, dass das die FDP dazu bewegt, dass der Haushalt am Ende nicht zustande kommen kann. Denn wenn sie das Ganze in Karlsruhe verlieren, wonach es zu 98%iger Wahrscheinlichkeit aussieht, dann könnte auch Karlsruhe urteilen, das war nicht nur verfassungswidrig, sondern ihr müsst seit 2020 die 65 Milliarden Euro rechtswidrig dann vereinnahmten Solidaritätszuschlag den Leuten zurückerstatten, und zwar mit Zinsen. Dieses Geld ist absolut nicht vorhanden. Das haben sie schon lange ausgegeben, verfrühstückt, in die Ukraine geworfen, nach Peru auf die Fahrradwege gestrichen. Überlegt euch, wo es zum Fenster rausgeblasen wird. Es gibt so viele Stellen. Es ist völliger Wahnsinn, Leute. Mehr als die gesamten Bürgergeldausgaben eines Jahres sind jetzt hier dafür verantwortlich, dass am Ende diese Koalition platzt. Denn die FDP-Leute wissen ganz genau, auch wenn das Urteil erst 2025 kommt, dass das Urteil bedeutet, den Haushalt, den man jetzt strickt, wird man sowieso zerlegt bekommen. Und ob die FDP dann bereit ist, eine Notlage mit der SPD und den Grünen auszurufen, 2025, um 65 Milliarden Euro Steuern den Steuerzahlern zurückzuzahlen, weil man sie schon ausgegeben hat, das ist völliger Wahnsinn. Es würde viel mehr Sinn machen. Es ist am 12.11. die Verhandlung. Die Verhandlung sagt offen, die Ampel verliert das, und zwar mit Ansage. Und dann kann man nicht zwei Tage später hingehen und einen Haushalt beschließen, der das ignoriert. Wenn sie das versuchen, könnte es sein, dass einfach im Deutschen Bundestag bei der Abstimmung über den Bundeshaushalt die FDP von der Fahne geht, was wirklich wünschenswert wäre. Und dann stehen wir mit einer Regierung ohne Haushalt da. Die können dann selbstverständlich weitermachen mit vorläufiger Haushaltsführung, aber es wäre schon schöner, man hätte den Haushalt beschlossen, dann könnte man auch in einer Minderheitsregierung weitermachen, denn das Geld hätte man sicher. Dann könnte man die FDP vor die Tür schmeißen, die Minister durch andere ersetzen. Diese Macht hat der Kanzler, er kann einen Koalitionspartner auch einfach rauskicken. Das Interessante ist aber, wenn die FDP nicht dazu bereit ist, diesen Haushalt dann zu beschließen, wo Karlsruhe vorher gesagt hat, Leute, 65 Milliarden, holt euch schon mal das Geld, dann würde einfach die Abstimmung scheitern im Bundestag. Das, worauf wir die ganze Zeit warten, der Fraktionszwang, der dann spätestens am Haushalt 2025 sein Ende nimmt. Und dann steht Olaf Scholz mit runtergelassenen Hosen da und kann nur noch die Vertrauensfrage stellen. Die kann er dann verknüpfen mit einer weiteren Abstimmung über den Haushalt, oder er kann sie auch gesondert davon stellen. Und wenn er sie dann verliert, am 14. November könnte das ja so sein, dass es nicht klappt, beziehungsweise das ist nur die Bereinigungssitzung, ein paar Tage später wird er dann beschlossen im Parlament. Dann hat man 21 Tage Zeit, wenn dann die Vertrauensfrage gestellt wurde, bis man dann entscheidet beim Bundespräsidenten, ob man Neuwahlen innerhalb von 60 Tagen ausruft. Wir kämen dann auf Ende Januar, wunderschöner Wahltermin. Gibt es da mehrere Möglichkeiten? Wir können ja mal in den Kalender schauen. 26. Januar, 19. Januar. 2. Februar ist vielleicht schon wieder zu viel Ferienzeit. Ich sehe es ernsthaft, dass diese Regierung nicht bis zum Ende kommt. Auch wenn sie alles versuchen, spätestens am Geld trennen sich dann die Geister. Denn das Soli-Urteil ist das, worauf wir so lange warten. Denn auch ich möchte meinen seit 2020 gezahlten Solidaritätszuschlag in voller Höhe mit Zinsen zurückhaben. Denn wenn Politiker keine Cojones in der Hose haben, uns Steuerzahlern zu sagen, wir sollen mehr bezahlen, dann müssen wir auch nicht mehr bezahlen. Eine verkappte Steuererhöhung durch die Hintertür, die am Ende offen verfassungswidrig ist. Das wäre das super Playbook für die FDP, hier von der Fahne zu gehen, wegen dem Soli, den sie schon immer abschaffen wollten. Das wäre wirklich Drama, Baby, Drama. Und wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass die grüne Jugend aus der grünen Partei ausgetreten ist, dass es jetzt eine neue außerparlamentarische Opposition geben soll. Die linke Szene, sie kannibalisiert sich völlig, aber Robert greift an. Wir müssen aufpassen. Robert versucht, indem er die grüne Jugend los wird, die linken Fundamentalisten los wird in den Grünen, die Grünen auf den Platz der ehemaligen SPD zu setzen und sie wirklich zur Volkspartei aufzublasen. Die Leute fallen auf ihren Lieblingsschwiegersohn Habeck leider immer noch viel zu oft rein. Der Hundeblick zieht bei viel zu vielen Menschen. Deswegen aufpassen, ich sage euch, die Ampel ist dieses Jahr am Ende. Wirklich am Ende.
das mit dem Soli können Sie nicht überstehen. Ich bin aber gespannt auf deine Meinung. Abonniere diesen Kanal und schau auch vorbei auf Messerradar. Die Inzidenz für den gestrigen Tag liegt schon wieder bei 10 gemeldeten Messerattacken durch die Polizei. Ansonsten habe ich noch Auswandern mit Kopf und sage ciao, bis bald.